So, herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu einer weiteren Folge von Lion Ranger. Ich muss gerade lachen, weil ich ja beim letzten Mal gesagt habe, dass wir eigentlich in der Folge noch diese Neuerung durchgehen wegen dem PvP. Und für euch ist es ja mittlerweile schon Donnerstag und ich glaube, am Donnerstag sollte das ja geändert werden. Und zwar gehen wir hier oben auf Team Battle, Schedule und Rewards. Ich klappe mal das hier ganz kurz nochmal ein. Okay, also die Belohnungen fürs Team, also fürs Gefecht. Und Schedule ist halt sowas wie ein Plan, also zeitlicher Plan, werden erstmal temporär geändert. Das heißt, es wird sich dann auch wieder nochmal ändern. So, und da gibt es hier. Wann steht das? 19. Wann ist denn der 19.? Donnerstag, okay, doch Donnerstag. Siehst du, habe ich da recht? 19. ist ja schon Donnerstag. Und zwar soll am Donnerstag irgendwas wegen der. Na, wegen dem Team Battle sein. Ich kann es auch nicht ganz so übersetzen. Das ist sehr merkwürdig geschrieben. Okay, außerdem fehlt hier irgendwie ein Textbaustein. Ich weiß nicht, ist auch was dahinter. Keine Ahnung, was das sein soll. Aber auf jeden Fall fehlt irgendwie ein Wort. Auf jeden Fall wird halt am Donnerstag was stattfinden zum Team Battle. Da wollen wir uns auf jeden Fall einfach mal überraschen lassen. So, ich habe jetzt noch ein bisschen Gefecht vor mir. Ich denke, ich habe wieder so 4, 5 Federn. Also, 3, 4 Federn, 4, 5, weiß ich gar nicht, habe ich aufgenommen. 17 oder 16, habe ich 3,5 Federn, also 3 Federn. Werden wir mal schauen, wie viele Punkte wir diesmal aufsteigen und ob wir vielleicht auch diesmal einen Rang kriegen. Vielleicht sind da einige Leute so dermaßen abgestiegen, dass sie, ja, dass sie weit unten sind. Und mich wundert, ich würde ja gerne mal wissen, verliert man Punkte durchs PvP? Ich gucke gerade in der alten Folge mit dem PvP, wo ist denn das verdammt nochmal? Ich habe echt wenig PvP ganz schön gespielt von der Zeit her. Ob man PvP-Punkte überhaupt verlieren kann. Ich habe 1728 gehabt, wenn ich das jetzt so richtig sehe. Ja, Punkte 1728. Keine Federn mehr. 1728 Punkte habe ich also immer noch. Okay, dann würde ich sagen, einfach mal, wie gesagt, 3,5 Federn, also sogar 3,75 Federn habe ich so gesehen. Alle mitnehmen und einen Freund natürlich auch noch. Bei Freund hat man gesagt, nehmen wir eigentlich nicht mit, nehmen wir trotzdem jetzt mit. Jetzt kann es ja langsam mal Zeit werden, dass ein paar stärkere kommen. Auch wenn ich es nicht unbedingt glaube, aber schauen wir mal. 1560, okay, also hätten wir uns den Freund sparen können. Alles klar, wieder eine Baden-Collie, Tide Ranger und Dingens verdammt, leider verschwendet, schade. Hat auf jeden Fall ein sehr starkes Team. Ultra Sally, Zeitreisender James und Baden-Collie, mega gut. Das sind die Top-Freunde, die ich gerne haben möchte, wenn ich Graf Sally selber habe. Dum, 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 dum. Leider nur lächerliche 13 Punkte, das also können sie sich echt in die Haare schmieren, ey. Ich habe jetzt 69 Siege in Folge, gib mir verdammt nochmal richtige Gegner und jetzt bitte ohne Freunde, wobei jetzt können wir die Freunde auch mitnehmen. Jetzt ist der Supermeister eh weg, jetzt lohnt sich das ja nicht mehr, der da aufzuheben. Sind ja morgen eh wieder alle frei. 1408, jetzt willst du mich verarschen, Lion Ranger? Oh, der Jäger James, Ausbilder, ist eh schon vorbei. Lohnt sich gar nicht, die Ranger aufzusagen. Die sind eh so schnell down, die Gegner, bestimmt nur so 8 Punkte. Also lächerlich 10 Punkte. Hallo, kriege ich mal bitte richtige Gegner? Ich möchte Punkte haben. Ich meine, die haben 20.000 Punkte schon wieder. Das ist doch lächerlich. Und wir schon wieder 2.000 bis 2.000 Punkte bekommen in den 3 Stunden. Na bitte, ey, geht doch. Dann lohnt sich mal wenigstens Freunde mitzunehmen. Dann kommen wir nochmal, Graf Sally. Komm, komm. Ja, wunderbar. Und ja, gut, ist eh vorbei. Der Typ ist eh mega schwach. Aber muss ich echt verarschen, ey, oder? Bam. 1.900 und fällt um bei jedem Windhauch. Abartig. Dim, 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 dim. Ja, super. 1777 Punkte, tolle Sache. Nicht mal 100 Punkte bekommen bei den 3 Kämpfen. Und immer noch kein Rang, das ist doch einfach nur ärgerlich. Tja, schade, dass ich gegen solche Nups kämpfen musste, die mir gerade mal 10 Punkte gebracht haben. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Aber naja, was wollen wir noch machen, Leute, wa? Ich habe übrigens auch mal ein bisschen großer Hammer Jack gefarmt. Und zwar habe ich jetzt schon 2 Stück davon, wenn ich mich recht entsinne. Ich gucke natürlich nochmal meine Liste nach. 4 Sterne Jack. Okay, 2 Stück habe ich, 3 fehlen noch. Also geht's jetzt los. Nehmen wir uns einfach mal noch ein paar Versuche mit. Wir können gleich auch ein paar schwierige probieren. Das ist ja nur lächerliches Farming hier. Warum habe ich auf Grasselli nicht raufgedrückt? What the fuck? Warum auch immer das gerade nicht ging? Keine Ahnung. Bam, kaputt. Ja, zweimal brauche ich ihn, dreimal brauche ich ihn noch. Dann habe ich ihn auch fertig gefarmt. Hand brauche ich sogar auch noch einmal. Entos goldene Wüste, ein einziges Mal nur noch. Komm, 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 komm. Yeah, wunderbar, da habe ich ihn also noch zweimal.
Dann ist meine Liste wieder mit einem Meister weiterhin vollständig. Drei Versuche habe ich leider noch. Das ist schade. Dass man immer so limitiert, das finde ich ein bisschen ärgerlich. Ich meine, ist es Line Ranger nicht produktiv, dass die unendlich viele Einträge freischalten? Dass man sich Millionen Federn kauft am Super Leonard Samstag, 10 Millionen Mal kämpft und halt mega viele Federn raushaut, um die Super Leonard zu kriegen? Also, ich würde die Einträge nicht limitieren. Aber gut, die werden sich dabei schon was gedacht haben, denke ich. Ich denke, die werden was gedacht haben. Ah, leider ein Juwelenbrezel. Schade, schade. Und ein. Ne, zwei Versuche haben wir noch, okay. Zwei Versuche noch. Zwei Jacks, zwei Versuche, ob wir es hinkriegen. Und dann werden wir gleich mal. Ich gucke gleich mal, wo ist denn hier bitte ein schwerer? Stille Deponie 6. Hätten wir Ausbilder Brown mit 7 Sternen. Können wir erstmal, denke ich mal, abschminken. Verborgene Mine ist, glaube ich, gar nicht freigeschaltet. Stille deponieren. Hier haben wir Eistempel des Zwielicht 6. AK kriegen wir noch. Den habe ich. Muss ich auch noch 5-mal farmen. Also einmal als Rohreinheit und dann noch die 4-mal Erweiterung. Edward. Die stille Deponie 5, ja, dauert auch noch eine Weile. Also theoretisch kann ich ihn besiegen, aber die Chance ist so gering, Edward zu kriegen. Einmal noch, da haben wir 20 Mal heute, also 40 Federn rausgehauen. Allein für dieses Level, aber es muss halt sein, für Meister mache ich natürlich nicht vieles. Und das sind nur die Bonus-Level. Irgendwann bin ich die Bonus-Level auch mal fertig. Dann brauche ich hier nicht mehr farmen, endlich. Dann kann ich endlich wieder raus in die Welt gehen. Na, ist egal, jetzt ist der City Boost drauf. Jetzt ist hier sowieso alles fast One-Hit. Ja, die ganzen Superländer, das muss ich auch bald mal raushauen. Die alle, die man halt wirklich nicht farmen kann. Ich habe einige, die man nicht farmen kann. Ja, die restlichen in meiner Liste, die ich nicht farmen kann. Bella, einmal brauche ich noch, dreimal Crush, dreimal Glenn. Einmal Joe, dreimal Scott und zweimal Sechs. Und alles jeweils Freundschaftsgacha. Das heißt, da müsste ich theoretisch die Ein-Stern-Superländer also reinpacken. Oh, doch, stille Deponie, nice Sache. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass die da ist. Und zwar hätten wir einmal die 6, das wäre Ausbilder Brown. Kann ich natürlich nicht hin. Der da. Viel zu stark. Aber hier hätte man natürlich die Möglichkeit, Superliner zu farmen. Sogar 20 Versuche, dann müsste man aber 100 Federn am Tag da reinhauen. Holy shit. Ja, mir wurde gesagt, es gab wohl ursprünglich mal eine sechste, ein Bonuslevel mit 6 Streifen. Difficulty wurde aber anscheinend rausgenommen, weil es viel zu schwierig war. Kann ich mir vorstellen. Es kostet 4 Federn. Und mir verborgene. Ne, ich will erstmal KSM machen. Dann hole ich mir den nächster verborgene. Hä? Achso, verborgene Mine muss ich aber. Nächster Stille Deponie. Ja, Edward oder Stille Deponie, dann die Jester macht. Komm, dann nehmen wir halt mal Edward. Versuchen wir es einfach mal. Also nicht versuchen, sondern wir werden es schaffen. Easy going. Aber die Frage ist, was kostet so viele Federn? Scheiße, ey. Okay, versuchen wir einfach mal ein Dings hinzukriegen. Hier ist wieder ein Stunt Tower, ne? Ja, war klar. Aber der Stunt Tower ist nicht in Range. Rangers! So, jetzt ist er leider in Range, schade. Schicken wir mal einen James vor. Wir packen auch direkt mal einen Blizzard rein, weil das ist einfach viel zu gefährlich. Dim, 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 dim. Jetzt gehört allerdings mir der Stun Tower. Ja, muss ich halt einen Ice Tower reinpacken, aber ich glaube, ich kriege 15.000 Coins wieder. Ich glaube, das ist es locker wert. Da kann man sich das schon mal gönnen, so ein 700 Dollar, 700 Coins Eisbrocken. Das ist okay. Also stille Deponie, Setter, habe ich überhaupt keine Probleme mehr. Ich werde das sechste nicht mal anfangen, weil es keinen Sinn hat. Aus dem Grund, dass dort ein Stunt Tower am Anfang lauert und Sally wird bekackt, Buff ja nur benutzt, wenn sie Gegner angreift, für 15.000 Coins. Und leider kein Edward, da ist ein Edward gewesen. Ich dafür habe ich eine Reife und eine Tomate bekommen, sehr köstlich. Jetzt muss ich erstmal wieder ein paar Federn nachtanken. Ich habe halt 20 Freundschaft, 2000 Freundschaftspunkte. Da kann ich mir die ruhig mal gönnen alle. Zumal ich ja sowieso halt noch Freunden Punkte geben muss. Damit ich auch wieder Punkte zurückbekomme. Muss ich die sowieso alle raushauen. Ich denke, ich werde auch noch gleich mal einen Freundschaftsgacha machen. Verdammt, das wollte ich jetzt nicht machen. Scheiße. Ich wollte nicht auf 15 kommen. Weil dann zählt es nämlich wieder von 10 hoch. Oder von 10 ab, jetzt sind 4 Minuten leider verschwendet gewesen. Da sollte man auch drauf achten, dass das nicht passiert. Oh, wir haben Junko, wir haben KSM. Nice Sache, wenn KSM. Okay, KSM ist tot. Der hat da nicht so viel ausgehalten. Tim, 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 tim. So, Eisbrocken. So, wo bleibt der Sally Buff? Da ist er ja. Sieht man ganz gut die Fähigkeiten, ne? Man sieht ja immer, wenn die Fähigkeiten benutzt werden. Relativ offensichtlich. Komischerweise jetzt, wo einmal der Buff raus ist, bufft jede Sally jede Sekunde bufft die. Unglaublich.
Ich liebe es immer, meinen Kristallvorrat auf Maximum zu pumpen. Und da einfach 5760 von 5760 Kristallen zu haben. So, jetzt will ich ja meinen Edward hier haben, Mensch. Es reicht langsam. Auf genug die scheiß stille Deponie gemacht und nichts bekommen. 4 Sorten Pudding. Immer kurz vor Edward, ne? Komisch. Oder kurz danach, wie man es sehen will. Ich habe angeblich nur 11 Sekunden für einen Kampf gebraucht. Ist ja interessant. Das bestreite ich mal ganz, ganz vehement bestreite ich das mal. Dass ich dafür nur 13 Sekunden gebraucht haben soll. Die Zähler hat das Scheiße vom Spiel. Oh, da haben wir badende Conny, die aber eh nicht zur Fähigkeit kommt. Weil sie halt gestunt wird. Und gleich tot ist. Sie ist tot. Ja, so sind da badende Conny. Vor allem dieser Stunt, wie viel Schaden der macht. Das ist einfach nur lächerlich. Das ist einfach nur lächerlich. So, Sally Buff ist drauf, wunderbar. Wäre dieser Stunt-Tower bei der Stille Deponie 6 nicht, dann würde es aber, glaube ich, auch jeder schaffen. Das einzige Problematische sind immer diese Stunt-Tower. Vor allem, die machen keine Ahnung, wie viele Millionen Schaden machen diese Stunt-Tower. 2 Texte Bodygöttin Condi war tot. Ich weiß noch nicht, welches Level das war, aber ich... Oh, 15.000 Coins. Finde ich ja mega gut, schon wieder eine Reife. Ich habe noch nie Edward bekommen hier, noch nie. Ich habe dieses Level schon so oft gemacht, ich habe noch nie Edward bekommen. Nicht ein einziges Mal. Lächerlich. Egal, wir haben noch ein paar Versuche. 15.000 Coins ist ja nicht allzu wenig. Also so seht ihr auch, wie ich meine Coins farme. Alter, Edward. Edward ist instant tot. Instant, durch einen Schuss. Durch einen einzigen Fallschuss ist Edward tot. Bleib ein bisschen weiter hinten, ey. Ihr scheiß Gegner. Ich weiß gar nicht, auch wer das gewesen ist. Der meinte, irgendein Level kann man nur mit Graf Sally schaffen. Irgendein Level. Ich weiß echt nicht mehr, wer es gewesen ist, aber... Wow, was war das denn? Aber ich kann ihm definitiv sagen, nein, du wirst niemals ein Level nur mit einer einzigen anderen hinbekommen. Die Tower sind nicht immer nur das Problem, das sind auch die Gegner. Ihr seht, die Gegner sind relativ schnell tot, glücklicherweise, weil sie eingefroren und dann halt zusammen gekillt werden. Aber die machen schon eine ganze Menge Schaden. Und die sollte man nicht mehr verachten. Der Graf Sally alleine wird das nicht hinkriegen. Dafür kann sie den Tower nicht immer wieder einnehmen, wenn die Gegner angreifen. Und schon wieder 3%. Und 4 Sorten Pudding. Geil. Und schon wieder ein Stellenländer direkt daneben. Leider, leider natürlich wieder nicht für uns. So, dann nehmen wir uns jetzt die restlichen. So, mehr brauchen wir nicht. Zwei Versuche haben wir noch. Und der Rest ist dann eh egal. Da kann ich ja nochmal einen Freundschaftsgacha machen, denke ich mal. Damit ich da so wenig, wobei die Superlands eh raus müssen, eigentlich kann ich mir die sparen. Ich muss mal ausrechnen, wie viel Dings ich habe, Superlands. Dann schaue ich mal. Dieser Tower, Alter, ohne Scheiß, Mann. Dings hat ja ein paar Millionen HP, ne? Ja, James, ne? Er hat ein paar Millionen. Ist jetzt nicht allzu wenig und fällt relativ schnell um durch die Tower. Oh, der wurde jetzt so gestunt. Er fällt trotzdem schnell um. So. Sally Bob, bitte vielen Dank. Und das war es dann schon wieder gewesen mit dem Level. Und das ist ein Boss, der richtig viel heftiger HP hat. Aber die Bonus-Level sind ja ein Scheißdreck dagegen, was in den Hauptlevel auf mich wartet beim Casino. Die ja 27 Trilliarden HP und Schaden haben, wo du nicht vorbeikommst. Ja. Nicht ganz so einfach. Schon wieder 4 Sorten Pudding. Yeah! Wer will schon den Elfwood oder einen Stern Superländer? Ist egal, brauchen wir nicht. Ich nehme lieber diesen leckeren 4-Sorten-Pudding. Der ist viel köstlicher als Edward. Bitte. Vor allem die Freunde bringt es auch nicht wirklich. Die sterben heute mal instant. Die haben es leider nicht so drauf. Bam. Bam. Oh oh, das war ein riesiger Fehler. Jetzt ist der Tower nämlich nur gegen mich, der Stunt-Tower. Oh Gott, was habe ich für eine Kacke gemacht. Eieieiei, okay, versuchen wir den schon mal einzunehmen. Dankeschön. Ein Glück macht Sally so viel Schaden, ey. Und jetzt bufft sie natürlich nur jetzt erst, wo die Gegner da sind. Das finde ich total Panne. Warum nicht gegen Tower? Tower sind genauso Gegner. Warum bufft sie dann nicht?
Ich meine, die greift sie doch genauso an. Bei jedem Angriff hat sie die prozentuale Chance, das zu skillen. Warum, Sally? Warum hast du uns alle so sehr? Oder jeder Charakter mit dem Talent? Kommt, Leute, drückt doch mal richtig Daumen jetzt für den Edward. Ich will ihn haben. Sofort. Weil er mir irgendwie nicht so viel bringt. Man kann ihn nicht farmen, ne? Da ist er! Danke, Leute, ihr habt die Daumen gedrückt. Und Schande über diejenigen, die es jetzt nicht getan haben. Ja, guckt euch an im Monitor. Oder im Handy, wie auch immer. Ja, wir haben jetzt zwar, bringt Michael so viel, wir haben leider einen 2-Sterner. Tja, so ist das halt. So, wir haben 230 von 250. Dann gehe ich mir erst. Ach, scheiße. Warum ist der jetzt zum Hauptmenü zurück? Wenn ich doch immer auf sonst auf zum Team hinzufügen, interessanterweise. Haben die wohl geändert, dass man, wenn man zum Team hinzufügen macht und da wieder zurückgeht, da landet, wo man ursprünglich hingekommen ist. Ich glaube, das war mal anders gewesen. Egal, wir nehmen jetzt erstmal ein paar Geschenke wieder mit, ja. Wir senden auch wieder direkt 1000 Punkte zurück wahrscheinlich. Wenn nicht, muss ich Gacha machen. 940 Gramm, okay. Und dann werden wir dennoch Gacha machen. Und zwar ein Freundschafts-Gacha. 10 Stück. Und in der Hoffnung... Warte, 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 ich muss ganz kurz Edward schreiben. Da haben wir nur noch 4-mal Edward, zack. Und wir kriegen was Schönes. Sissy. Kann ich leider nicht mehr gewonnen, das ist schade. Kann ich auch nicht mehr gebrauchen. Achso, 2 Sterne weg. Die kenne ich auch gleich mal gemacht. Scheiße. Müssen wir natürlich. Ryan Drive, den konnte man, glaube ich, farmen. Ja, den kannst du mir kannst du sonst wohin verziehen, Ryan. Crush 1 Stern. Der sieht gut aus. Brauche ich jetzt noch 2-mal. Das heißt, ich kann wieder, mir wieder einen Super Leonard sparen. Sehr, sehr nice. Kleiner Leonard 2 Sterne. Sehr schön. Den habe ich aber auch schon, dummerweise. Ich brauche den nächsten. Der darf 3 Sterne. Diesen komischen Steinzeit Leonard. Blitznet. Der sieht gut aus. Der sieht gut aus. Der sieht wirklich gut aus. Ne, den habe ich schon. Den habe ich mir gefarmt, ne? So eine Scheiße, aber auch mühsam gefarmt. Und dann kriege ich den auch noch. Dicky 2 Sterne ist auch schon Meister. Also lediglich Crush hat es mir gebracht bisher. Splash Steve, ja doch, wunderbar, habe ich vollständig. Kann jetzt also auch weg. Oh, wunderbar, Freunde, wieder Freundschaftsgacha läuft und läuft und Packer Sack, den brauche ich jetzt noch insgesamt 2-mal, ebenfalls durch Freundschaftsgacha, wunderbar. Sehr schön. Jetzt holen wir uns mal wieder 1000 Punkte, holen uns die restlichen 60 durch unsere Geschenkvergebungen. Wir können jetzt noch ein Legend-Gacha machen, ne? Wir haben nämlich 5 Tickets, aber das machen wir später mal, wenn ich es nicht vergessen habe. Ah, erinnert mich dran. Oder auch nicht. Sehr nice, 60 Punkte, wunderbar, jetzt habe ich wieder alle, die ich hätte bekommen können. Gut, meine Freunde, Mission haben wir geschafft, und zwar Hilfe nach 5-mal an Freunde senden, Stufe 120 für Mega Sally erreichen, 7 Sterne Superliner, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und hier ist dann unsere Stufe erreichen 50, dann kriegt man 75.000 Coins, also 5.000 Coins mehr als für die 40er Stufe. Gut, meine Freunde, ich würde sagen, ich werde jetzt einfach mal... Ich habe ja noch ein paar, die Folge geht übrigens ein bisschen zu lang. Ich brauche noch 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1 Sterner Super Lenner. Den ganzen verkaufen. Die braucht keine Sau. Haben wir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 leider noch. Schade. Heißt, ich kann die immer noch nicht komplett reinknallen, weil ich erstmal gucken muss, welche kriege ich denn noch. Also 2 brauche ich davon mindestens noch. Oder halt ein Super Lenner, wäre auch nicht schlecht. Okay, ich werde erstmal kombinieren dann. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wieder PvP. 10 Regenbogenfedern. Und ja, seid gespannt. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Haut rein, Leute. Ciao.